So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Harry and the Secret of Seasons. Wir sind jetzt hier in den Ruinen drin. Noch immer da unten ist unser Eisball. Und ja, wir versuchen jetzt einfach mal hier weiterzugehen. So, was haben wir hier? Das sieht nicht besonders einladend aus. Das können wir machen. Nichts, okay. Wozu? Wozu brauchen wir das jetzt im Eis? Oh Gott. Oh. Ja, na gut, wir könnten jetzt so wenigstens diese Kiste finden, wenn man uns direkt runterguckt. Weil ich sehe nämlich gerade, dass hier oben noch etwas hier. Auf dieser Seite befindet sich ja noch so etwas. Ach nee, das geht gar nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Mist. Wir lassen einfach runterfallen. Aber ich weiß jetzt wenigstens, dass hier noch ein Klotz dazwischen ist. Den habe ich nämlich vorhin nicht gesehen. Okay, alles klar. Ah ja, so schwer war das gar nicht. Schnell auf Alt R1 gedrückt, okay. So, was passiert hier? Oh Gott, und das bei den jungen Mädchen. Uff. Ach du Heilige, deswegen konnte man das vorhin eineisen. Weil das erklärt natürlich so einiges. Wo ist eigentlich schon zum Minimap hin? Wieso haben wir keine Minimap mehr? Oh nee. Stimmt. Nur ganz kurz im Spiel tun. Kann ich ein Stückchen lauter machen? So. Okay, also. Wir machen jetzt diesen und diesen. Okay, alles klar. Und diesen. Also, das ist ein Wunder, dass wir jetzt hier nicht gestorben sind, ehrlich gesagt. Das war ja mehr Glück als Verstand. Oh. Okay. Ah, wir sind bald wieder draußen. Oh nein, du stinkst. Wieso sagen die so zu mir? Wie sind die Hyänen? Halt um, gib mir Geld. Vielen Dank. Ach, kann es sein, dass die mir tatsächlich Zeug zurückgeben hier? Kommen jetzt nicht mehr dran, aber hier oben. Ach, Hygienesymbole, ja. Hm, ja, stimmt. Die regenerieren mal. Oben. Ist der Waschbär jetzt echt auch böse? Ich bin enttäuscht vom Waschbär. Mr. Waschbär, ich bin von Ihnen höchst enttäuscht. Ihre Maske sieht so freundlich aus. Okay, wir müssen jetzt wirklich hier... Oh, das war aber knapp jetzt. Bisschen zu spät. Also entweder manchmal ist es der Controller oder ich bin einfach viel zu langsam. Oh, und jetzt hier hoch. Okay. Oh, ja. Okay. Oh, ich habe eins verloren. Ach, ein Leben. Und speichert endlich wieder das Spiel. Voll der Dungeon, ey. Wie soll ich das schaffen? Ugh.
Okay, gut, wir fangen hier wieder an. Boah, der. Was sind das für eine Gravelhöhle? Das bringt ja mal gar nichts. Nein, in feiner Nähe den Daten. Oh Gott. Nein. Okay, wir müssen das anders angehen. Wir müssen da so angehen. So, ich bin immer von dir enttäuscht. Wirklich schwer. Die Feinde sind immer von dir. Das ist ein komischer Lichtstrahl. Ich weiß nicht, wer den Konto hat. Okay, gut, das war mehr Glück als Verstand. Komm doch nochmal. Oh, süß, voll die süßen Zeltchen. Oh, ist das drin? Nee. Bitte lass Heilung drin sein. Nee, 50 Münzen. Natürlich, wer braucht auch Heilung? Mhm. Kommen wir von da? Wir kommen von hier. Ach, wir kommen von hier, okay. Will mir das irgendwas sagen, dieser Lichtblitz? Lass uns das nicht mehr runterfallen. Was sind denn das überhaupt für riesige Ruinen? Und wo ist die Hyäne, die wir eigentlich suchen? Ach, hier kommen wir her. Okay. Kann mir gar nicht sein. Ach doch, kann sein. So, dann haben wir das. Und hier, und hier. Und das sieht doch schon einigermaßen freundlich aus hier oben. Eine Elemente-Kiste? Du hast gerade Pegasus-Schuhe erhalten. Okay, wir wollen natürlich jetzt erstmal die erstmal diese Tote 3. Das ist so deprimierend. Okay, wir wollen erstmal die Kleidung anziehen. Das haben wir an. So. Zehn? Ach hier, Fähigkeit. Überhol die Konkurrenz. Ah, okay. Also die haben wir anscheinend schon an, direkt. Ja, das ist das natürlich auch okay. Gehen wir jetzt mal hier rüber. Wir können jetzt einen Doppelsprung machen. Endlich. Ja, Doppelsprung ist nichts. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich mit meiner neuen Kraft umgehen soll. So viel Verantwortung. Erstmal fünfmal springen. Mit diesen Doppelsprüngen kann man sich auch ganz schön vertun. Das ist echt nicht fair. Ihr seid viel zu viele gegen eine. Oh, ich habe trotzdem gewonnen. Ja, bitte, Herz, hör auf zu blinken. Ich weiß, dass du nur noch alleine bist und nur noch ein Herz bist. Was? Was? Nee. Okay. Das sieht nicht besonders einladend aus. Wieso hängen da die Seile? Kommen wir von da unten?
Ach ja, die haben wir rumgemacht. Jetzt wird es natürlich. Ach! Wir sind jetzt echt die große Runde gelaufen, um hier anzukommen. Weiß nicht, ob ich, wie ich das hin soll. Das wäre voll gemein gewesen, wenn wir das nicht schaffen. Okay. Okay. Wir müssen jetzt. Ich sehe nichts. Kristall. Wir sind jetzt hier. Wir müssen jetzt echt ganz da hoch. Ja, was bin ich denn da drüben? Wie kommen wir denn da hin? Ach, von da kommen wir auch. Nee, von da kommen wir. Und da kommen wir. Also wir kommen praktisch von überall. Ich will aber natürlich das hier drüben haben. Kisten sind immer gut. Anscheinend sind in den Kisten echt nur Münzen drin. Komm jetzt, ja, ohne dass ich mich gestoßen habe, komme ich jetzt hier raus wieder. Okay. Sehr schön. So. Dann ist dieser Dungeon vorbei. Und dann finden wir die adrett gekleidete Hyäne. Ich weiß echt nicht, ob ich hier. Ach! Jetzt sind wir hier, wo ich vorhin rein wollte. Oder in den. Ich glaube, in der vorletzten Folge wollte ich unbedingt in diese Tür rein. Und bin nicht reingekommen. Wir sind jetzt aber einfach einen Umweg gelaufen. Was bringt das jetzt, dass wir hier waren? Hä? Was hat denn das jetzt gebracht, bitte? Wir wollten doch eigentlich eine Hyänenfreundin finden. Sehr merkwürdig. Ich muss mal ganz kurz was schlürfen. Ja, wir sind jetzt wieder hier, ne? Okay, da wir jetzt eine neue Kraft haben, also nicht neu, aber wir wissen ja, dass wir hier machen können. Das war jetzt durch Zufall, habe ich das wieder gewusst. Ich habe es nämlich irgendwie vergessen gehabt. So, Dille. Ich guck mal ganz kurz in unsere Quests hinein. Wasserfallruine abgeschlossen. Okay, nimm am Wächtertreffen teil. Ah, wir haben doch jetzt einen Doppelsprung. Wir können doch jetzt hier flink herumhüpfen, wie wir es möchten. Und natürlich üben wir gleich noch ein bisschen hier. Wow. Salto-Meisterin. Sohn einer Kuh. Bitte. Voll gemein. Sohn einer Kuh. Reden die eigentlich immer mit mir oder rede ich so mit denen? Das ist dann das, was ich mich immer frage. Das kann ich nicht. Und das war's. Sohn einer Kuh. Ich glaube, ich spinne. So. Ich will nur mal ganz kurz hier unten bei ihm gucken. Wo man raus, also manche davon wieder raus. Hallo, Mr. Okay. Hund. Mhm.
818 Münzen haben wir ja. Gesundheitsregeneration. Konterschaden, Kieselstein. Erhöht den Schaden von mit der Schleuder befallenen Kieselsteinen. Regeneriert zusätzliches Leben, Angriffsschaden. Ich würde das gern. Ja. Und dann hätte ich gern das hier. Ja. Okay. See ya. Tschüssi. So, mal gucken. So. Jetzt weiß ich endlich, was es mit diesen Steinen auf sich hat. Dann müssten wir es eigentlich auch locker bis zur Kuppel schaffen. So. Ich habe wahrscheinlich am Anfang nicht aufgepasst, dass ich das so mitbekommen. Wie hübsch. Oh nein, wie doof. Ach doch. Ach, hier hätten wir ja eh den Doppelsprung gebraucht. Alles klärchen, das schaffen wir ja. Das schaffen wir jetzt locker. Locker war es jetzt nicht, aber es war schaffbar. So. Hallo hier? Das ist doch ein Aufzug. Oh, Sam. Heilige Tafellesen. Julelift. Das ist der Julelift und nicht der Wächterturm. Dieser Turm steht zu Ehren des ersten Jahreszeitenwächters, Algernon der Weise. Dieser wurde vom legendären Krieger mit der Aufgabe betraut, einen Kodex des rechtschaffenen Wächteramts zu verfassen. Ohne die Wächter wäre unsere Fähigkeit, die Jahreszeiten zu ehren, schon vor langer Zeit durch feindliche Bedrohungen beendet gewesen. Lass daher die Stärke der Tradition fortleben und lass die Entschlossenheit der Wächter, gegen das Böse zu kämpfen, nie in Vergessenheit geraten. Yay, den zweiten. Wahrscheinlich haben wir irgendwo eine verpasst. Also ich hoffe nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Hier kann man auch ein bisschen rumdödeln. Dann dödeln wir mal hier rum. So, halt. Haben wir jetzt irgendwas Cooles gemacht hier? Wahrscheinlich hätte der unten gesagt, du musst das erst ins Winter machen, damit wir höher kommen. Ach nee, hier ist eine Treppe dazu gekommen. Oh. Sein Zahnrad? Wieso leuchtet das so, das Zahnrad? Also ich muss mal anmerken, wir müssen jetzt wahrscheinlich hier hoch, deswegen gehen wir doch mal runter und reden mal mit ihm. Ich bin anscheinend leider schon richtig gelaufen, ohne es zu wollen. Es sah so aus wie der offensichtlichste falsche Weg. So, wir reden jetzt mal mit ihm hier. Sloan. Flynn? Oh, warte, die kleine Arielle. Ich hätte dich fast gar nicht erkannt. Wie um alles in der Welt bist du über die Brücke gekommen? Ah. Ich kann zum Glück kaum fassen, wenn diese Kristalle noch näher bei uns heruntergefallen wären, wären mein Bruder und ich erledigt gewesen. Schau nie nach unten, das funktioniert wie ein Zauber. Was ist hier passiert? Ich bin auf dem Weg ins Tal, auf eine sehr wichtige Mission. Du bist auf einer wichtigen Mission? Du bist lustig, das muss ich dir lassen. No. Stimmt, eine wichtige Mission, klar. Nun, leider musst du eine andere Möglichkeit nach unten finden. Mein Bruder und ich sind schon seit einiger Zeit
mit der Reparatur des Turms beschäftigt. Außerdem haben diese Kristalllipuge stark beschädigt. Mond arbeitet jetzt oben auf den oberen Ebenen. Ich habe ihm geholfen, aber nun in der Höhe zu arbeiten, ist sein Fachgebiet. Das war der Deal, als wir diesen Job bekamen. Ich bin kurz davor, in die Pause zu gehen, sodass es noch eine Weile dauern wird, bis der Aufzug wieder in Betrieb ist. Ich kann aber nicht warten. Ich muss jetzt nach unten fahren. Meine Anwesenheit ist bei einem sehr wichtigen und geheimen Treffen erforderlich. Hahaha, das ist ein guter Witz, mein Kind. Ich möchte dir den Spaß und das Spiel nicht verderben, aber dein Lieferauftrag oder was auch immer es sein mag, wird warten müssen. Andererseits, ich sag dir was. Wir wollten den Aufzug gerade testen, aber mein Bruder braucht das Zahnrad noch. Wenn du es ihm hochbringst, werde ich meine Mittagspause dich verschieben. Was hältst du davon? Das klingt gefährlich, aber ich bin dabei. Ich habe jetzt keine Zeit, tut mir leid. Wir sind natürlich dabei, wir haben es ja schon gesehen. Bin schon auf dem Weg. In Ordnung, zuerst musst du das Zahnrad aus der Werkstatt oben holen. Es sollte auf dem Arbeitstisch auf einem Bündel von Seilen liegen. Ja, aber natürlich machen wir das. Oh, was geht's hier? Ach, da ist er, der Mund. Ach, das ist der Hebel, weil er kaputt ist. Nichts passiert. Ja, okay. Den hätte ich vielleicht nicht mal benutzen sollen. Brauchen, weil. Wenn ja eh nichts. So, jetzt machen wir das alles ein bisschen schneller hier. Wir haben sie alles schon gefunden. Ich muss echt den offensichtlichsten Weg direkt nehmen. So, hier ist das Zahnrad. Jetzt können wir es nämlich auch sammeln. Ersetze das Zahnrad. Bring das Zahnrad zum Mond nach oben auf den Turm. Das machen wir natürlich hier. Oh, und ich mag die Sicht gar nicht. Das kann ich nicht so einschätzen von der Seite irgendwie. Man kann aber auch die Kamera jetzt nicht drehen. Okay, jetzt geht's langsam. Gucken wir erstmal mal hier rum. Ah, deswegen, gucken wir mal. Könnt ihr noch ein paar Münzen finden? 55 Münzen. Yay. So. Ich habe Angst. Okay. Hier hört jetzt der Zauber auf. Ach, Mädchen. Ich bin absolut kein Fan davon. Soll ich die wohl hier drüben? Hier? Ist da vielleicht leichter? Ach, da war es leichter. Oh Gott. Nein! Hör doch auf! Nein! Okay, also das von diesem Dach rutscht mal runter. Also müssen wir doch diesen blöden Weg hier nehmen. Wer konstruiert solche Level? Das ist ja gemeingefährlich. Diesen Ecken und Kanten und rundherum und du hast gerade einen Fruchtsaft, einen blauen Fruchtsaft. Neue Quest, 5 Flaschen. Was? Das geht immer viel zu schnell. Das Spiel ist ab 6, wie soll das denn ein 6-jähriges Kind lesen? Fünf Flaschen hier.
Halte in ganz Waldi Ausschau nach besonderen Flaschen mit Fruchtsaft. Oh, lecker Fruchtsaft. Ich habe hier noch einen Kindersitz stehen. Hallo, ich bin da. Mund, oh hey, willkommen. Es ist immer ein Vergnügen, die Familie des Winterwächters zu sehen. Wie geht es Gwen? Ich hoffe, es geht ihm besser. Weißt du, dein Vater hat uns diesen Job besorgt, als dieser Turm zu einem regionalen Denkmal ernannt wurde. Er sagte, wir würden nie eine bessere Aussicht finden. Ich habe Jule noch nie von so hoch oben gesehen. Es sieht alles so winzig aus. Erholt sich mein Bruder dort unten von seinem Anfall? Der Blick von hier oben macht ihn zu schaffen. Er hasst die Höhe. Mir macht sie nichts aus. Ich mache sogar meine Pausen hier mit einer schönen Tasse Erdbeersaft. Lass uns reingehen und das Zahnrad austauschen. Ich hoffe, dass ich diese Schicht mit einem Erfolg beenden kann. Dann kann ich mir etwas Erdbeersaft zum Feiern gönnen. Okay, lass uns reingehen. Dann komm bitte hinein. Interagieren. Das sollte funktionieren. Endlich Zeit, nach unten zu fahren. Nimm den Lift. Okay, wir gehen jetzt nach unten. Bitte schön, alles sollte jetzt funktionieren. Warum gehst du nicht zu meinem Bruder und testest den Aufzug? Ich muss noch etwas Arbeit erledigen. Außerdem bringt mich diese neue Hitzewelle um. Bei dem Wetter hier oben bekomme ich wenigstens ein wenig Erleichterung. Alles klärchen. Dann bis dann. Unser Schwarmstisch abstürze. So, jetzt sind wir noch hier ganz nach unten. Oh. Wir nehmen einfach mal die Abkürzung. Die heilige Tafel habe ich schon gelesen, so wir werden jetzt noch mit ihm nach unten fahren. Puh, vielleicht hast du das Material für deine Geheimmission. Gute Arbeit da oben, Ari. Wir sind bereit für den Test. Zieh einfach am Hebel hinter dir, wenn du dich bereit fühlst. Ich fühle mich aber sowas von bereit. So, wir fahren jetzt langsam nach unten. Oh, bin ich gerade am Kabel verhakt. Oh, wir fahren aber lange nach unten. Ach, ich bin ja gar nicht mitgefahren. Hey! Nein! Nein! Du hast mich vergessen. Ich flieg sogar immer noch. Die ist unerträglich, ich muss so ein Bad im See nehmen. Verdammt. Ich glaube, ich habe Ari kaputt gemacht. Wir sind zu unten angekommen, nachdem er uns oben vergessen hat. Kein guter Erwachsener. So, wir sind draußen. Aus dem Jule-Turm. Auf nur Jule-Lift war es, genau. Und damit beenden wir für heute die Aufnahme und den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und bleibt gesund. Und ich hoffe, ich schaue da beim nächsten Mal vorbei, wenn wir durch diesen Wald gehen und wahrscheinlich am Wächterturm ankommen. Hoffentlich irgendwann. Bis dann. Tschüssi.